Waren Aliens in grauer Vorzeit auf der Erde? Sind sie die wahren Baumeister der Pyramiden und anderer Monumente? Haben sie sich vielleicht sogar mit unseren Vorfahren gekreuzt? Das jedenfalls glauben die Verfechter der sogenannten Präastronautik. Wer wir sind, woher wir kommen, die alten religiösen Texte, alles komplett auf den Kopf gestellt. Enthalten antike Hieroglyphen und die Bibel geheime Codes? Werden Beweise zurückgehalten? Und wer ist der Urheber dieser Theorie? Laut Erich von Däniken hatten Menschen Sex mit Aliens. Hört sich unsinnig an, ich weiß. Aliens haben nicht die gleichen Geschlechtsorgane wie wir. Oder doch? Erforschen Sie mit uns die Geheimnisse einer ebenso umstrittenen wie faszinierenden Theorie. Raumfahrer landen auf einem primitiven Planeten. Sie bringen fortschrittliche Technologien mit, begründen neue Zivilisationen und Spezies. Was, wenn dieser primitive Planet die Erde war und unsere Ahnen die Raumfahrer als Götter betrachteten? Wie viele Sterne gibt es im Universum? 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Und da sollen wir die einzigen Spieler auf dem Feld sein? Lächerlich. Ich glaube, sie sind da draußen. Vielleicht haben sie uns schon besucht. Unmöglich ist das nicht. Aber wir brauchen Beweise. Außerirdische Besucher? In der Populärkultur sind sie längst gang und gäbe. Und in mancher Verschwörungstheorie. Die Erfolgsgeschichte der Präastronautik beginnt vor mehr als einem halben Jahrhundert mit diesem Bestseller. Erinnerungen an die Zukunft. Das Buch fragt, ob Gott womöglich ein Astronaut war. Der Autor, ein Schweizer Hotelier namens Erich von Däniken, beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Unser Planet wurde in der Vergangenheit mindestens viermal von Wesen aus dem All heimgesucht. Unsinn, sagen Skeptiker. Ein Raumschiff müsse schneller sein als das Licht. Aber darauf hat von Däniken eine Antwort. Lichtgeschwindigkeit ist gar nicht nötig. Man braucht eine Weltraumarche mit mehreren Generationen, vielleicht 20 bis 25, um 10 Lichtjahre zurückzulegen. Stellen Sie sich das wie ein großes Kreuzfahrtschiff vor, mit Restaurants, Fernsehen, Sportplätzen. Von dieser Arche fliegen dann kleine Schiffe runter zu den Planeten. Der rastlose Autor hält überall auf der Welt Vorträge und besucht antike Ruinen. 150.000 Kilometer legt er jedes Jahr zurück. Mehr als jeder andere hat Erich von Däniken es verstanden, seine Ideen unter die Leute zu bringen. Schon als Jesuitenschüler in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt von Däniken, die Bibel kritisch zu hinterfragen. Warum nur sollte Gott Moses auf dem Berg Sinai als Wolke aus Rauch und Feuer erschienen sein? Smoke, fire, trembling, loud noise, etc. Rauch, Feuer, Beben, Lärm. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Gott so eine Tarnung nötig hatte. Mir schwirrte regelrecht der Kopf. So this was all confusing my young head. Von Däniken entwickelt seine eigene Theorie. Stammten Rauch und Feuer auf dem Berg Sinai von einer außerirdischen Rakete? War Hesekiels fliegender Thronwagen mit Rädern, Innenrädern in Wirklichkeit ein Raumschiff? Und was hat es mit dem Buch Henoch auf sich, das in den meisten Bibelausgaben fehlt? Darin tritt Noahs Urgroßvater eine mysteriöse Himmelfahrt an. Mit einem Raumschiff? Und wenn ja, wer oder was saß am Steuer? Da kam mir diese Idee.
Meinen die etwa Außerirdische? Die Präastronautik nimmt die biblischen Geschichten für bare Münze. Und sie geht davon aus, dass es wissenschaftliche Erklärungen gibt. Gizeh, Ägypten, 1954. Der junge Erich von Däniken besucht die Pyramiden. Er fragt sich, wie konnten die Menschen damals solche Bauwerke hervorbringen? Hatten sie Helfer aus dem All? Ich war zum ersten Mal in Ägypten. Ein Führer erzählte uns die offizielle Version, aber ich hatte meine Zweifel. Wie konnten sie diese Blöcke mit solcher Präzision verbinden? Es musste noch eine andere Erklärung geben. Schon als junger Mann hat von Däniken eine Vision von Astronauten aus fernen Sonnensystemen. Er fragt sich, war das nur eine jugendliche Fantasie oder steckt mehr dahinter? Aufschlüsse könnten die primitiven Kunstwerke geben, die der Forscher Henri Lotte entdeckte. Henri Lotte war ein französischer Abenteurer. Er fand in der Sahara prähistorische Höhlenmalereien, die seiner Meinung nach modernen Alien-Darstellungen glichen. Er behauptete ernsthaft, die Höhlenmalereien zeigten Begegnungen der dritten Art. Ein sensationelles Bild. Ich sagte, hey, sieht ja aus wie ein Alien. Weitere Hinweise findet von Däniken im Werk des französischen Science-Fiction-Autors Robert Charroux. Der behauptet in seinen Büchern, vor langer Zeit seien blonde, blauäugige Außerirdische von einem kalten Planeten zur Erde gekommen und hätten die nordischen und keltischen Völker gegründet. Eine Linie der Präastronautik sagt, Außerirdische seien strahlend weiße Wesen, die für das ganze Glück verantwortlich seien, das den weißen Menschen auf der Erde widerfahren ist. Ein Buch, das 1960 in Frankreich von zwei Okkultisten veröffentlicht wird, übt großen Einfluss auf Charroux und von Däniken aus. Die Entdeckung des ewigen Menschen. Das Buch behauptet, dass alles, was wir über Wissenschaft und Geschichte zu wissen glauben, nicht stimmt. Es gibt keine Beweise für außerirdische Intelligenz. Falsch. Die frühen Zivilisationen haben sich von allein entwickelt. Falsch. Das war ganz anders. Da ist eine Verschwörung im Gange, um alles zu vertuschen. Aber wir werden euch die Wahrheit sagen. Ein weiterer Impulsgeber der Präastronautik ist ein berühmter Horror- und Science-Fiction-Autor. Providence, Rhode Island, 1926. Auf seiner klapprigen Schreibmaschine erschafft H.P. Lovecraft eine neue Art Gott. Außerirdische bevölkern die noch junge Erde. Sie bauen Städte, gründen Kulte, erschaffen eine Zivilisation. Sie sind gottgleich. Nicht, weil sie übernatürliche Wesen sind, sondern weil sie den Menschen so überlegen sind, dass sie wie Götter erscheinen. Gottgleiche Aliens werden zum beliebten Science-Fiction-Thema. Aber sind Lovecrafts Geschichten tatsächlich nur Fiktion? Jacques Bergier, Co-Autor von Die Entdeckung des ewigen Menschen, glaubt eher, dass sie auf Tatsachen beruhen. Bergier war stark von H.P. Lovecraft beeinflusst und wurde selbst zu einer wichtigen Inspirationsquelle für Erich von Däniken. Däniken wiederum sorgte dafür, dass die heute bekannte Theorie der Präastronautik sich immer weiter ausbreitete. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei ein Mann, den von Däniken in den 60er Jahren kennenlernt, als er noch Hotelmanager in der Schweiz ist. Professor Dr. Hermann Obert war dreimal Gast in meinem Hotel. Obert, Physiker und Raketenpionier,
war im Zweiten Weltkrieg an der Entwicklung der V2 beteiligt und arbeitete später mit seinem Schüler Werner von Braun für die US-Raketenentwicklung. Verblüffenderweise ist sich der Wissenschaftler mit dem jungen Hotelier einig. Die UFOs, von denen die Zeitungen berichten, gibt's echt. Hermann Oberth glaubt felsenfest daran, dass Aliens uns vor Tausenden von Jahren besucht haben. Laut Oberth lassen sich die Spuren bis ins antike Rom zurückverfolgen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft weigere sich jedoch, die Fakten anzuerkennen. Oberth ermutigt von Däniken, ein Buch über Archäologie und Außerirdische zu schreiben und die dazugehörigen Verschwörungen. In seiner Freizeit geht von Däniken ans Werk. Seine Theorie, Außerirdische halfen, die Pyramiden und die Steinstatuen auf der Osterinsel zu bauen. Die Ebene von Nazca in Peru diente ihnen als Landeplatz. Sie nahmen genetische Veränderungen an der menschlichen Rasse vor. Und unsere Religionen basieren auf Begegnungen mit Aliens. 20 Verlage lehnen das Manuskript ab. Nur der kleine Econ Verlag erklärt sich bereit, es herauszubringen. Da saß ein Mann hinter einem großen Schreibtisch. Er las nur die ersten 5 Seiten, blickte auf und machte so. Er sagte, wenn Sie recht haben, junger Mann, wird dieses Buch einen Sturm entfachen. Erinnerungen an die Zukunft erscheint Anfang 1968 und wird ein unerwarteter Erfolg. Es ist ein Schlag ins Gesicht der traditionellen Geschichtsschreibung. Um seine Theorien zu untermauern, beruft sich von Däniken auf mysteriöse Artefakte. Einige Teile des Buches bleiben unveröffentlicht. In diesen Passagen bezeichnet von Däniken Jesus als Außerirdischen. Laut dem Time Magazine hat der damalige Lektor die Passage gestrichen. Er dachte, dass sie beim breiten Publikum nicht gut ankommen würde. Jesus war schließlich einzigartig und sollte absolut nichts mit Außerirdischen zu tun haben. Aber alle anderen Götter, auch der Herrgott, waren Außerirdische. Die Übersetzung ins Englische brachte eine weitere Akzentverschiebung mit sich. Aus dem Deutschen, Erinnerungen an die Zukunft, wurde Chariots of the Gods, Triumphwagen der Götter. Der englische Verleger dachte sich den Titel Chariots of the Gods aus. Das war nicht ich. Dann hat der englische Verlag das Buch in die USA verkauft. Das Buch trifft einen Nerv. 1968 ist ein unruhiges Jahr. Die alte Ordnung wird in vielerlei Hinsicht in Frage gestellt. Warum also nicht auch Wissenschaft und Geschichtsschreibung? Das waren paranoide Zeiten. Der Gedanke, dass die Vergangenheit anders war, als wir dachten, erschien uns genauso verlockend wie die Vorstellung, dass es Geheimnisse gab, die man uns vorenthielt. Die NASA, die Naturwissenschaftler, die Rotarier, all diese Typen in Anzügen haben sich verschworen, um uns die Wahrheit vorzuenthalten. Sie wollen uns ruhigstellen. Sie sagen, wenn wir ihnen die Wahrheit erzählen, müssen wir sie leider festnehmen. Von Dänikens prominentester Kritiker war früher selbst ein Verfechter der Präastronautik. Hier habe ich einen Artikel aus dem Jahr 1962. Er handelt davon, dass in der Vorzeit womöglich außerirdische Astronauten die Erde heimsuchten. Der Artikel stammt nicht etwa von Erich von Däniken, sondern von Carl Sagan. Der Astronom und Astrophysiker Carl Sagan zählt zu den populärsten Wissenschaftlern seiner Zeit.
Am Ende des Artikels schreibt er, Geologen und Archäologen sollten sich prähistorische Stätten ansehen, weil dort Überreste von Technologien auftauchen könnten, die dort nicht hingehören und die auf eine fortschrittliche außerirdische Präsenz auf der Erde während der Antike hindeuten könnten. Und er geht noch weiter. Jeder Besucher müsse wie ein Gott gewirkt haben. Carl Sagan behauptete 1962 dasselbe wie Erich von Däniken später in Erinnerungen an die Zukunft. Trotzdem greift Sagan von Däniken für seine angeblich kruden und unbewiesenen Behauptungen an. Carl Sagan sagte, bemerkenswerte Behauptungen brauchen bemerkenswerte Beweise. Wo ist die Substanz? Wo sind die Belege? Er hatte dazugelernt und merkte, dass er falsch gelegen hatte. Sagan hält nichts mehr von der Präastronautik. Ihre Anhänger, meint er, verschlössen die Augen vor den wissenschaftlichen Fakten. Die Theorie stelle zwar eine geringe, aber durchaus ernstzunehmende soziale Gefahr dar. Carl Sagan hat mich als Idioten dargestellt. Auch konservative Kirchenvertreter kritisieren von Däniken. Ihnen geht Erinnerungen an die Zukunft mit seiner Bibelkritik entschieden zu weit. Von Däniken spaltet das Publikum. Er warnt seine Leser. Es hat Mut erfordert, dieses Buch zu schreiben, und es wird Mut erfordern, es zu lesen. Hat von Däniken womöglich unbequeme Wahrheiten ans Licht gebracht? Eins ist sicher, seine Tage in Freiheit sind gezählt. Der Flughafen von Wien, 18. November 1968. Erich von Däniken wird von der österreichischen Polizei und Interpol verhaftet. Man warf ihm Veruntreuung vor. Er wurde vor Gericht gestellt und verurteilt. Ein Schweizer Gericht verurteilt von Däniken zu 3,5 Jahren Zuchthaus. Er soll Hotelgelder veruntreut und Kredite erschwindelt haben, um seine Reisen zu finanzieren. Doch damit nicht genug. Ein vom Gericht bestellter Psychiater bezeichnet von Däniken als pathologischen Lügner. Sein Bestseller sei ein Wunderwerk an Unsinn. Veranstalten die Behörden am Ende eine Hexenjagd? Von Däniken verbüßt seine Strafe im Gefängnis von Regensdorf. Er nutzt die Zeit, um die erste von vielen Fortsetzungen zu Erinnerungen an die Zukunft zu schreiben. Mit den Tantiemen zahlt er seine Schulden zurück. Er wird vorzeitig entlassen. Jahre später spricht ihn ein Schweizer Gericht rückwirkend frei. Von jetzt an geht es aufwärts für den umstrittenen Autor. Am 5. Januar 1973 strahlt NBC zur besten Sendezeit Harald Reinls Verfilmung von Erinnerungen an die Zukunft aus. Moderiert wird die Sendung vom Erfinder der erfolgreichen TV-Serie Twilight Zone, Rod Serling. Fast jeder dritte Amerikaner saß vor dem Fernseher. Wegen des prominenten Sendeplatzes dachten viele, es handle sich um eine Dokumentation über wahre Ereignisse. Jahrelang wird der Oscar-nominierte Streifen als vermeintliche Tatsachendokumentation in Schulen vorgeführt. Die Bücher haben die Präastronautik bekannt gemacht. Jetzt wird sie zum Phänomen. Plötzlich tauchte von Däniken in sämtlichen Talkshows auf. Von Däniken räumt freimütig ein, dass einige der Fakten in seinen Büchern frei erfunden sind. Doch seine Fans stört das nicht. Von Däniken berief sich aufs große Ganze. Er sagte, vielleicht irre ich mich in einzelnen Details, aber ich habe bewiesen, dass außerirdische Astronauten auf der Erde gelandet sind. Und das ist die Hauptsache. Das Problem ist nur, dass es dafür gar keine Beweise gab. Und wie sieht es ein halbes Jahrhundert später aus? Sind Beweise entdeckt worden? Zum Beispiel in Gizeh. Wie wurden 3 Millionen Steinblöcke, jeder 2,5 Tonnen schwer, in Form gebracht, transportiert und zusammengesetzt? Die Anhänger der Präastronautik behaupten, dass die Steinblöcke zum Schweben gebracht und mit Lasern geschnitten wurden. Klingt toll.
Aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Nicht Aliens haben die Pyramiden gebaut, sondern die Ägypter. Bilder aus dem alten Ägypten zeigen, dass die Menschen einfache Techniken nutzten, um große Felsbrocken zu bewegen, zu meißeln, sie in Form zu bringen und Oberflächen zu glätten. Die gibt es. Natürlich haben Menschen diese Arbeit getan. Die Pyramiden wurden nicht von Außerirdischen gebaut. Die Aliens gaben nur technische Ratschläge und halfen dabei. Wir haben die Drecksarbeit erledigt. Wenn das so war, dann gibt es einen perfekten Weg, die Skeptiker zum Schweigen zu bringen. Zeigt uns die Pläne. Wo sind die Pläne? Die Theorie hat noch einen weiteren Haken. Was zum Henker wollten die Aliens überhaupt hier? Anstatt unseren Vorfahren beizubringen, wie man Pyramiden baut, hätten sie ihnen lieber zeigen sollen, wie man eine Universität gründet, Glaslinsen benutzt, Bakterien bekämpft und Bücher druckt. Die Pyramiden gehen also eher nicht aufs Konto von Aliens. Und was ist mit den Steinstatuen auf der Osterinsel? 1968 erklärt von Däniken noch, dass es Außerirdische waren, die den Einheimischen beibrachten, die Statuen zu transportieren. Forscher entgegneten, dafür hätten auch ein paar Dutzend Männer mit Grasseilen genügt. Inzwischen hat von Däniken eingelenkt. Als ich Erinnerungen an die Zukunft schrieb, glaubte ich noch, dass Aliens dahinter steckten. Inzwischen weiß ich, dass die Statuen von Menschen erschaffen wurden. This is absolutely made by humans. In March 1968 wurde ich von allen Seiten angegriffen. Es liegt in meiner Natur, mich zu verteidigen, wenn ich mich angegriffen fühle. Erst später stellte sich heraus, dass die Kritiker recht hatten und ich falsch lag. Ähnlich ergeht es von Däniken mit den Nazca-Linien in Peru, die er als UFO-Landebahnen deklariert. Die faszinierenden Linien und Tierfiguren geben der Wissenschaft seit jeher Rätsel auf. Doch inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Wüstenboden viel zu weich ist, um dort mit Flugzeugen zu landen, geschweige denn mit Raumschiffen. Trotzdem halten die Anhänger der Präastronautik an ihren Theorien fest. Sie vermuten eine seltsame Strahlung in Nazca. Vielleicht auch magnetische Anomalien, die von außerirdischen Maschinen stammen. Irgendetwas stimmt da nicht. Wir wissen nur nicht was. Die Archäologen geben sich ja alle Mühe, aber sie kommen nicht auf den Gedanken, mal die Magnetfelder zu vermessen. Das war meine Idee. Einen Beweis vermutet von Däniken in den Ruinen der ehemaligen Maya-Metropole Palenque im heutigen Mexiko. Auf dem Sarkophag von Pakal, einem Maya-Herrscher, der vor 1400 Jahren starb, gibt es eine Abbildung, die laut von Däniken einem Astronauten in einer Weltraumkapsel ähnelt. Sollte also ein Maya-Herrscher mit einer Alien-Rakete geflogen sein? Er steuert mit beiden Händen und auf seiner Nase hat er eine Maske. Er sitzt auf einem Stuhl. Mit seinem linken Fuß bedient er eine Art Pedal und außerhalb des Rahmens sieht man eine Flamme. Ich finde es toll, dass Pakals Fuß ein Pedal bedient. Ist das ein Getriebe oder die Kupplung? Pakals Kumpel aus dem All besitzen eine atemberaubende Technologie. Trotzdem spuckt die Rakete, in die sie Pakal gesetzt haben, Rauch und Flammen, wie bei einem Antrieb, den die Chinesen vor 2000 Jahren erfunden haben? Mehr hatten sie nicht zu bieten? Das Maya-Bild wurde längst von Spezialisten entschlüsselt. Der Geist, die Essenz von Pakal, befindet sich genau zwischen dem Himmel und unserer Welt. Er ist gerade gestorben und steigt jetzt zum Himmel auf.
Ich respektiere die archäologische Forschung, aber ich bin nicht zufrieden damit. Allerdings hat die Wissenschaft dank moderner Technik seit 1968 enorme Fortschritte gemacht. Die Archäologie wird immer präziser. Wir untersuchen sogar Pollenstaub, der Spuren von Raumschiffabgasen enthalten könnte. Es gibt aber keine Anzeichen für irgendwas Außerirdisches. Unsere Vorfahren glaubten, die Götter mit seltsamen Bauwerken besänftigen zu müssen. Sie arbeiteten hart. Sie besaßen Einfallsreichtum und Mut. Und sie brauchten keine Hilfe von irgendwelchen Außerirdischen. Früher glaubte ich an die Präastronautik. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass man Aliens nur sieht, wenn man an sie glaubt. Tut man das nicht, gibt es plötzlich viele andere Erklärungen. Wenn jemand einen definitiven Beweis fände, dass in der Antike Aliens auf der Erde waren, wäre Erich von Däniken nicht so begeistert wie ich. Er gibt sich nämlich mit fragwürdigen Beweisen zufrieden, ich aber nicht. In der Präastronautik geht es nicht nur um Monumente aus der Vorzeit. Einige ihrer Anhänger glauben sogar, dass Aliens nicht nur Zivilisationen ins Leben gerufen haben, sondern auch uns. Als Beweise führen sie Lücken in der geologischen Überlieferung an und eine brisante Zeile aus dem ersten Kapitel des ersten Buch Mose. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Mit wem spricht Gott hier? Wir wissen nicht, ob Gott mit dem uns das königliche Wir meint oder ob der Text sich auf ein heidnisches Pantheon bezieht, in dem es mehrere Götter gab. Die Anhänger der Präastronautik glauben hingegen, Aliens hätten diese Worte gesprochen, als sie die Zukunft der menschlichen Rasse diskutierten. Affen, Gorillas, Schimpansen, wir gehören alle zur gleichen Familie. Aber der Rest unseres Stammbaums lebt noch immer im Wald und hat keine Technologien entwickelt. Das haben nur wir. Zufall? Evolution? Ich behaupte, das war kein Zufall. Das waren künstliche Mutationen, angestoßen von Außerirdischen. Aliens manipulierten die DNS der frühen Menschen, um sie klüger, stärker, unbehaarter zu machen. Oder, im Fall von Erich von Däniken, um aus Schwarzen Weiße zu machen. In seinem Buch Strategie der Götter behauptet er, die Aliens hätten zunächst die Schwarzafrikaner erschaffen, hätten sie jedoch, um von Däniken zu zitieren, als Fehlschlag betrachtet und anschließend Asiaten und Weiße erschaffen, um sie zu ersetzen. Wir sind definitiv das Ergebnis der Evolution, aber es gab auch künstliche Eingriffe. Künstliche Eingriffe, aber auch die klassische Methode. Genetische Manipulation und sexueller Kontakt. Aber Sex mit Aliens war nicht meine Idee. Das steht schon in den alten Büchern. Gemeint sind Abschnitte im ersten Buch Mose, die sich mit der vorsintflutlichen Welt beschäftigen. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. In den Augen der Präastronautik schildert diese Passage, wie Aliens mit den Menschen in Kontakt traten. Noch genauer wird es im Buch Henoch beschrieben. Die Außerirdischen verliebten sich in die Menschenfrauen, hatten Sex mit ihnen und zeugten eine Rasse von Riesen.
Das Ganze soll sich im heutigen Irak abgespielt haben, wo sich die erste Hochkultur entwickelte, die Sumerer. Schon vor 5000 Jahren hatten die Sumerer Stufenpyramiden, sogenannte Zikkurate. Einen Kalender, Sternenkarten und eine eigene Götter- und Heldenmythologie, die sie auf Tonplatten mit dem ersten Schriftsystem der Welt, der Keilschrift, festhielten. Doch wir wissen noch längst nicht alles über sie. Woher kamen sie? Die sumerische Sprache ist mit keiner bekannten lebenden oder toten Sprache verwandt. Wir wissen es nicht. Kurz nach der Veröffentlichung von Erinnerungen an die Zukunft meldet sich ein anderer Vertreter der Präastronautik zu Wort. Zachariah Sitchin, ein im Mittleren Osten aufgewachsener US-Journalist, hat die alten sumerischen Texte übersetzt. Bis zu seinem Tod im Jahr 2010 gilt er als Rivale Erich von Dänikens. Zachariah Sitchins Geniestreich bestand darin, von Dänikens Theorie eine völlig neue Richtung zu geben. Er wandte sich der Assyriologie zu, den Sumerern und Babyloniern, Völker, die der Durchschnittsmensch kaum kannte. Laut Sitchin waren es Außerirdische vom Planeten Nibiru, die das Land Sumer gründeten. Der Planet habe eine ungewöhnliche Umlaufbahn und komme alle 3600 Jahre in die Nähe der Erde. Weil Nibirus Atmosphäre Löcher hatte, die nur mit Goldflocken geschlossen werden konnten, seien vor 445.000 Jahren Minenarbeiter zur Erde geschickt worden, um das Edelmetall abzubauen. Die Minenarbeiter hießen Anunnaki oder die vom Himmel zur Erde kamen. Laut Sitchin waren sie identisch mit den Söhnen Gottes aus dem ersten Buch Mose. Aber weil sie faul waren und nicht selbst graben wollten, erschufen sie mit Hilfe von Gentechnik eine menschliche Sklavenrasse. Mit dem Gold wollten sie die Atmosphäre ihres Planeten retten. Sitchins Bücher verkaufen sich über 25 Millionen Mal. Seine Theorien sind allerdings mehr als umstritten. In der sumerischen Mythologie gibt es keine himmlischen Götter. Es gibt keinerlei Hinweise auf Raumfahrt oder sowas. Sitchin behauptet, die Anunnaki seien vor 445.000 Jahren hier gewesen. Es gibt aber keinen einzigen Text, der das beweisen könnte. Das ist alles komplett erfunden. Es gibt nur wenig Gold in Mesopotamien. Silber, Zinn, Kupfer, ja, aber kaum jemand sucht Gold. Ich weiß nicht, wie Sitchin darauf kommt. In den Texten steht es jedenfalls nicht. Gelehrten zufolge bezeichneten die Sumerer Fruchtbarkeitsgötter, die nicht mit den Menschen in Kontakt traten, als Anunnaki. Der Name bedeute gar nicht, die vom Himmel zur Erde kamen, da Anunnaki ein erfundener Begriff sei. Die Anunnaki sind in Wirklichkeit die Anuna. Sitchin hat das Ki angehängt, weil Ki das Wort für Erde ist. Er verzerrt es total, damit es in seine Geschichte passt. Aber wenn man sich strikt an das Sumerische hält, heißt es die fürstlichen Erben. Er sagt, seht, diese Übersetzung bedeutet dies und das, aber es ist alles falsch. Er sagt, oh, dieses Wort sollte als Raketenschiff übersetzt werden oder dieses Wort sollte als Mondbasis übersetzt werden. Aber das stimmt alles nicht. Es entbehrt jeder Grundlage. Und was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Wir haben hinter Pluto nachgeschaut und keinen weiteren Planeten gefunden. Außerdem ist da noch das Newtonsche Gravitationsgesetz. Wenn es so einen Planeten gäbe und er an der Erde vorbeikäme, würde er Saturn und Jupiter aus ihrer Umlaufbahn werfen und großes Chaos im Sonnensystem anrichten. Nichts davon lässt sich belegen. Laut Sitchin ist Nibiru auf einem tönernen Rollsiegel dargestellt, mit dem vor 4500 Jahren offizielle Dokumente abgezeichnet wurden. Sitchins wichtigstes Beweisstück ist dieses Siegel. Er konzentriert sich auf diesen Bereich hier. Er sagt, seht, das ist der Beweis, dass die Sumerer wussten, dass es einen 10. Planeten plus die Sonne und den Mond gibt.
Kenner der mesopotamischen Steinschneidekunst wissen, dass die Sonne immer auf die gleiche Weise dargestellt wird. Es gibt einen Kreis und eine Art Kompass mit vier Richtungen und kleinen Strahlen, die dort rauskommen. Das ist nicht die Sonne. Vielleicht ist es eine Sternkonstellation. Es hat jedenfalls nichts mit Außerirdischen zu tun. Die Sumerer kannten die Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann, dazu die Sonne und den Mond. Aber das war's. Andere mysteriöse Dinge haben sie nie erwähnt. Mysteriöse Dinge wie Sex mit Aliens? Gäbe es dann nicht ein paar biologische Hindernisse? Passt Teil A in Eingang B? Wie machen Aliens das eigentlich? Ich weiß, es klingt verrückt. Aliens sehen anders aus als wir. Sie haben nicht die gleichen Geschlechtsorgane wie wir. Oder vielleicht doch? 3 Jahre nach der Veröffentlichung von Erinnerungen an die Zukunft erhält von Däniken unerwartete Unterstützung. 1971 organisiert Carl Sagan eine Konferenz zum Thema Kommunikation mit außerirdischer Intelligenz. Von Däniken ist nicht eingeladen. Mit dabei ist aber ein Nobelpreisträger, der geholfen hat, die menschliche DNS zu entschlüsseln. Francis Crick ist einer der Begründer der Molekularbiologie. Crick und seine Kollegen machen einen höchst unorthodoxen Vorschlag. Vielleicht hat sich die DNS ja gar nicht auf der Erde entwickelt. Vielleicht wurde sie von Aliens hergebracht. Schon bei den alten Griechen gab es mit dem Philosophen Anaxagoras einen Verfechter dieser Idee. Er sprach vom Samen des Lebens, der in vielen Welten gewachsen sei. Die sogenannte Panspermie ist eine Hypothese, die besagt, dass Amino- und Nukleinsäuren in gewaltigen molekularen Wolken gebraut und anschließend in Kometen versiegelt wurden, die dann über der Erde niedergingen. Vielleicht haben Aliens auch gezielt Sporen ins All geschossen, um andere Lebensformen zu infizieren. Wenn wir die Theorie der Panspermie akzeptieren, dann ist es durchaus schlüssig, dass Aliens uns ähneln und sogar ähnliche Sexualorgane besitzen. Dann wären wir sozusagen ihre Nachfahren. Aber könnten menschliche Frauen tatsächlich Weltraumbabys bekommen? Falls unser Erbgut von einem anderen Planeten stammt, und wir können das nicht ausschließen, hätten wir uns inzwischen stark weiterentwickelt. Die DNS mutiert ziemlich schnell. Auf der Erde gibt es eine große Vielfalt an Tieren, mit denen wir uns nie paaren würden. Mit Außerirdischen wäre das noch viel komplizierter. 2007 geht eine schockierende Behauptung um die Welt. Ein gewisser Professor Sam Chang vom Humangenom-Projekt, dessen Ziel es war, das Genom des Menschen vollständig zu entschlüsseln, verkündet, im genetischen Code sei außerirdische DNS entdeckt worden. Das würde die Geschichte der Menschheit verändern. Unseren Platz im Universum, wer wir sind, woher wir kommen, die religiösen Texte, all das würde durch ein kleines Stück außerirdischer DNS völlig auf den Kopf gestellt werden. Die Geschichte elektrisiert die Anhänger der Präastronautik. Aber es ist eine Ente. Bisher haben wir keine Anzeichen für außerirdische DNS in unseren Chromosomen gefunden. Aber das Ganze war kein Fehler der Forschung. Es stellte sich heraus, dass es gar keinen Sam Chang gab. Bis heute ist nicht bekannt, wer den Schwindel in die Welt gesetzt hat. Einige glauben, die US-Regierung habe testen wollen, wie die Öffentlichkeit auf diese Nachricht reagiert. Sam Chang hat nie existiert. Ja, aber es könnte trotzdem stimmen. Vielleicht ist das eine gezielte Desinformation, um die Wahrheit zu vertuschen. Es gibt einen schier unerschöpflichen Vorrat an schillernden Geschichten rund um UFOs und Aliens. Die Wissenschaftler haben die Nase voll davon. Sie geben sich nicht mehr damit ab. Und genau das führt zu Verschwörungstheorien.
Einer wissenschaftlichen Überprüfung hält die Theorie der Präastronautik kaum stand. Aber wer glaubt, braucht keine Beweise. Seit 35 Jahren sagt ungefähr ein Drittel meiner Studenten, ja, ich glaube, das könnte wahr sein. 50% sagen, nein, das ist Unsinn. Der Rest liegt irgendwo dazwischen. Aber vom ersten Drittel, die sagen, ja, da könnte etwas dran sein, meinen nur 5%, ich glaube fest daran. Woran glauben die Anhänger der Präastronautik eigentlich noch? Über Raumschiffe und monumentale Bauwerke reden sie kaum noch, weil es praktisch keine Beweise für außerirdische Ursprünge gibt. Heute dreht sich alles um transdimensionale Wesen. Die Präastronautik beschäftigt sich immer mehr mit dem Übernatürlichen. Sie wird zu einer halbwissenschaftlichen New Age-Religion. Von Däniken geht das einen Schritt zu weit. Das ist reine Glaubenssache. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Ich bin eher gegen diese astralen Bezüge. Aber ein mechanisches Raumschiff, das ist durchaus möglich. Das muss man Erich von Däniken lassen. Er liegt zwar mit jeder Interpretation falsch, aber wenigstens präsentiert er ein Artefakt und sagt, hier ist der Beweis. Dies sind Nachbildungen einiger Artefakte, die Erich von Däniken besonders ans Herz gewachsen sind. Sie stehen in Interlaken in der Schweiz, wo 2003 auf dem Gelände einer ehemaligen Militärbasis von Dänekens Mystery Park entsteht. Es ist eine Kombination aus Museum und Freizeitpark. Von Anfang an gibt es finanzielle Probleme und der Park muss 2006 schließen. 3 Jahre später folgt die Wiedereröffnung mit neuem Konzept. Der Jungfrau-Park richtet sich jetzt vor allem an Familien. Einmal im Monat erläutert von Däniken dem zahlenden Publikum seine Theorien. Erich von Däniken ist tatsächlich dort? Das ist ja, als würde man im Disneyland Walt Disney persönlich begegnen. Zu den Nachbauten im Park gehört auch ein 7 Meter großes Skelett aus Harz. Es basiert auf Knochenfragmenten, die vermutlich in Ecuador gefunden wurden. Skeptiker sagen, die echten Fragmente seien Fossilien von einem prähistorischen Säugetier. Andere sehen die Statue als Beweis für die Riesen aus dem ersten Buch Mose. Weil sie es glauben wollen. Die Existenz von Einhörnern lässt sich nicht beweisen. Vielleicht gibt es sie, vielleicht nicht. Wer kein Einhorn findet, kann immer noch behaupten, da sei irgendwo eine Insel, auf der es Einhörner gebe. Was Aliens auf der Erde betrifft, so gibt es keinerlei Beweise, außer ein paar dekorative Wandmalereien, die sich vielfältig interpretieren lassen. Aber etwas mehr muss es schon sein, sonst bleibt es bei reiner Spekulation. Diese Hypothese wird früher oder später an Universitäten gelehrt werden. In der Wissenschaft fängt alles mit Spekulation an. Dann wird daraus eine Hypothese oder eine These. Und dann muss man herausfinden, was davon stimmt. Man muss unterscheiden zwischen dem Guten und dem Unsinn. Lovecraft, eine neue Art Gott. Außerirdische bevölkern die noch junge Erde. Sie bauen Städte, gründen Kulte, erschaffen eine Zivilisation. Sie sind gottgleich. Nicht, weil sie übernatürliche Wesen sind, sondern weil sie den Menschen so überlegen sind, dass sie wie Götter erscheinen. Gottgleiche Aliens werden zum beliebten Science-Fiction-Thema. Aber sind Lovecrafts Geschichten tatsächlich nur Fiktion? Jacques Bergier, Co-Autor von Die Entdeckung des ewigen Menschen, glaubt eher, dass sie auf Tatsachen beruhen. Bergier war stark von H.P. Lovecraft beeinflusst und wurde selbst zu einer wichtigen Inspirationsquelle für Erich von Däniken. Däniken wiederum sorgte dafür, dass die heute bekannte Theorie der Präastronautik sich immer weiter ausbreitete. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei ein Mann, den von Däniken in den 60er Jahren kennenlernt, als er noch Hotelmanager in der Schweiz ist. Professor Dr. Hermann Obert war 3-mal Gast in meinem Hotel.
Obert, Physiker und Raketenpionier, war im Zweiten Weltkrieg an der Entwicklung der V2 beteiligt und arbeitete später mit seinem Schüler Werner von Braun für die US-Raketenentwicklung. Verblüffenderweise ist sich der Wissenschaftler mit dem jungen Hotelier einig. Die UFOs, von denen die Zeitungen berichten, gibt's echt. Hermann Obert glaubt felsenfest daran, dass Aliens uns vor tausenden von Jahren besucht haben. Laut Obert lassen sich die Spuren bis ins antike Rom zurückverfolgen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft weigere sich jedoch, die Fakten anzuerkennen. Obert ermutigt von Däniken, ein Buch über Archäologie und Außerirdische zu schreiben und die dazugehörigen Verschwörungen. In seiner Freizeit geht von Däniken ans Werk. Seine Theorie, Außerirdische halfen, die Pyramiden und die Steinstatuen auf der Osterinsel zu bauen. Die Ebene von Nazca in Peru diente ihnen als Landeplatz. Sie nahmen genetische Veränderungen an der menschlichen Rasse vor. Und unsere Religionen basieren auf Begegnungen mit Aliens. 20 Verlage lehnen das Manuskript ab. Nur der kleine Econ Verlag erklärt sich bereit, es herauszubringen. Irgendwas Außerirdisches. Unsere Vorfahren glaubten, die Götter mit seltsamen Bauwerken besänftigen zu müssen. Sie arbeiteten hart. Sie besaßen Einfallsreichtum und Mut. Und sie brauchten keine Hilfe von irgendwelchen Außerirdischen. Früher glaubte ich an die Präastronautik. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass man Aliens nur sieht, wenn man an sie glaubt. Tut man das nicht, gibt es plötzlich viele andere Erklärungen. Wenn jemand einen definitiven Beweis fände, dass in der Antike Aliens auf der Erde waren, wäre Erich von Däniken nicht so begeistert wie ich. Er gibt sich nämlich mit fragwürdigen Beweisen zufrieden, ich aber nicht. In der Präastronautik geht es nicht nur um Monumente aus der Vorzeit. Einige ihrer Anhänger glauben sogar, dass Aliens nicht nur Zivilisationen ins Leben gerufen haben, sondern auch uns. Als Beweise führen sie Lücken in der geologischen Überlieferung an und eine brisante Zeile aus dem ersten Kapitel des ersten Buch Mose. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Mit wem spricht Gott hier? Wir wissen nicht, ob Gott mit dem Uns das königliche Wir meint oder ob der Text sich auf ein heidnisches Pantheon bezieht, in dem es mehrere Götter gab. Die Anhänger der Präastronautik glauben hingegen, Aliens hätten diese Worte gesprochen, als sie die Zukunft der menschlichen Rasse diskutierten. Affen, Gorillas, Schimpansen, wir gehören alle zur gleichen Familie. Aber der Rest unseres Stammbaums lebt noch immer im Wald und hat keine Technologien entwickelt. Das haben nur wir. Zufall? Evolution? Ich behaupte, das war kein Zufall. Das waren künstliche Mutationen, angestoßen von Außerirdischen. Aliens manipulierten die DNS der frühen Menschen, um sie klüger, stärker, unbehaarter zu machen. Oder, im Fall von Erich von Däniken, um aus Schwarzen Weiße zu machen. Kupfer, ja, aber kaum jemand sucht Gold. Ich weiß nicht, wie Sitchin darauf kommt. In den Texten steht es jedenfalls nicht. Gelehrten zufolge bezeichneten die Sumerer Fruchtbarkeitsgötter, die nicht mit den Menschen in Kontakt traten, als Anunnaki.
Der Name bedeutet gar nicht, die vom Himmel zur Erde kamen, da Anunnaki ein erfundener Begriff sei. Die Anunnaki sind in Wirklichkeit die Anuna. Sitchin hat das Ki angehängt, weil Ki das Wort für Erde ist. Er verzerrt es total, damit es in seine Geschichte passt. Aber wenn man sich strikt an das sumerische Held, heißt es die fürstlichen Erben. Er sagt, seht, diese Übersetzung bedeutet dies und das, aber es ist alles falsch. Er sagt, oh, dieses Wort sollte als Raketenschiff übersetzt werden oder dieses Wort sollte als Mondbasis übersetzt werden. Aber das stimmt alles nicht. Es entbehrt jeder Grundlage. Und was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Wir haben hinter Pluto nachgeschaut und keinen weiteren Planeten gefunden. Außerdem ist da noch das Newtonsche Gravitationsgesetz. Wenn es so einen Planeten gäbe und er an der Erde vorbeikäme, würde er Saturn und Jupiter aus ihrer Umlaufbahn werfen und großes Chaos im Sonnensystem anrichten. Nichts davon lässt sich belegen. Laut Sitchin ist Nibiru auf einem tönernen Rollsegel dargestellt, mit dem vor 4500 Jahren offizielle Dokumente abgezeichnet wurden. Sitchins wichtigstes Beweisstück ist dieses Siegel. Er konzentriert sich auf diesen Bereich hier. Er sagt, seht, das ist der Beweis, dass die Sumerer wussten, dass es einen 10. Planeten plus die Sonne und den Mond gibt. Kenner der mesopotamischen Steinschneidekunst wissen, dass die Sonne immer auf die gleiche Weise dargestellt wird. Es gibt einen Kreis und eine Art Kompass mit vier Richtungen und kleinen Strahlen, die dort rauskommen. Das ist nicht die Sonne. Vielleicht ist es eine Sternkonstellation. Es hat jedenfalls nichts mit Außerirdischen zu tun. Die Sumerer kannten die Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann, dazu die Sonne und den Mond. Aber das war's. Andere mysteriöse Dinge haben sie nie erwähnt. Mysteriöse Dinge wie Sex mit Aliens? Gäbe es da nicht ein paar biologische Hindernisse? Passt Teil A in Eingang B? Wie machen Aliens das eigentlich? Ich weiß, es klingt verrückt. Aliens sehen anders aus als wir. Sie haben nicht die gleichen Geschlechtsorgane wie wir. Oder vielleicht doch? Auf Erden. In den Augen der Präastronautik schildert diese Passage, wie Aliens mit den Menschen in Kontakt traten. Noch genauer wird es im Buch Henoch beschrieben. Die Außerirdischen verliebten sich in die Menschenfrauen, hatten Sex mit ihnen und zeugten eine Rasse von Riesen. Das Ganze soll sich im heutigen Irak abgespielt haben, wo sich die erste Hochkultur entwickelte, die Sumerer. Schon vor 5000 Jahren hatten die Sumerer Stufenpyramiden, sogenannte Zikkurate. Einen Kalender, Sternenkarten und eine eigene Götter- und Heldenmythologie, die sie auf Tonplatten mit dem ersten Schriftsystem der Welt, der Keilschrift, festhielten. Doch wir wissen noch längst nicht alles über sie. Woher kamen sie? Die sumerische Sprache ist mit keiner bekannten lebenden oder toten Sprache verwandt. Wir wissen es nicht. Kurz nach der Veröffentlichung von Erinnerungen an die Zukunft meldet sich ein anderer Vertreter der Präastronautik zu Wort. Zachariah Sitchin, ein im Mittleren Osten aufgewachsener US-Journalist, hat die alten sumerischen Texte übersetzt. Bis zu seinem Tod im Jahr 2010 gilt er als Rivale Erich von Dänikens. Zachariah Sitchins Geniestreich bestand darin, von Dänikens Theorie eine völlig neue Richtung zu geben. Er wandte sich der Assyriologie zu, den Sumerern und Babyloniern, Völker, die der Durchschnittsmensch kaum kannte. Laut Sitchin waren es Außerirdische vom Planeten Nibiru, die das Land Sumer gründeten. Der Planet habe eine ungewöhnliche Umlaufbahn und komme alle 3600 Jahre in die Nähe der Erde. Weil Nibirus Atmosphäre Löcher hatte, die nur mit Goldflocken geschlossen werden konnten, seien vor 445.000 Jahren Minenarbeiter zur Erde geschickt worden, um das Edelmetall abzubauen.
Die Minenarbeiter hießen Anunnaki oder die vom Himmel zur Erde kamen. Laut Sitchin waren sie identisch mit den Söhnen Gottes aus dem ersten Buch Mose. Aber weil sie faul waren und nicht selbst graben wollten, erschufen sie mit Hilfe von Gentechnik eine menschliche Sklavenrasse. Mit dem Gold wollten sie die Atmosphäre ihres Planeten retten. Sitchins Bücher verkaufen sich über 25 Millionen Mal. Seine Theorien sind allerdings mehr als umstritten. In der sumerischen Mythologie gibt es keine himmlischen Götter. Es gibt keinerlei Hinweise. Und was hat es mit dem Buch Henoch auf sich, das in den meisten Bibelausgaben fehlt? Darin tritt Noahs Urgroßvater eine mysteriöse Himmelfahrt an. Mit einem Raumschiff? Und wenn ja, wer oder was saß am Steuer? Da kam mir diese Idee. Meinen die etwa Außerirdische? Die Präastronautik nimmt die biblischen Geschichten für bare Münze. Und sie geht davon aus, dass es wissenschaftliche Erklärungen gibt. Gizeh, Ägypten, 1954. Der junge Erich von Däniken besucht die Pyramiden. Er fragt sich, wie konnten die Menschen damals solche Bauwerke hervorbringen? Hatten sie Helfer aus dem All? Ich war zum ersten Mal in Ägypten. Ein Führer erzählte uns die offizielle Version, aber ich hatte meine Zweifel. Wie konnten sie diese Blöcke mit solcher Präzision verbinden? Es musste noch eine andere Erklärung geben. Schon als junger Mann hat von Däniken eine Vision von Astronauten aus fernen Sonnensystemen. Er fragt sich, war das nur eine jugendliche Fantasie oder steckt mehr dahinter? Aufschlüsse könnten die primitiven Kunstwerke geben, die der Forscher Henri Lotte entdeckte. Henri Lotte war ein französischer Abenteurer. Er fand in der Sahara prähistorische Höhlenmalereien, die seiner Meinung nach modernen Alien-Darstellungen glichen. Er behauptete ernsthaft, die Höhlenmalereien zeigten Begegnungen der dritten Art. Ein sensationelles Bild. Ich sagte, hey, sieht ja aus wie ein Alien. Weitere Hinweise findet von Däniken im Werk des französischen Science-Fiction-Autors Robert Charroux. Der behauptet in seinen Büchern, vor langer Zeit seien blonde, blauäugige Außerirdische von einem kalten Planeten zur Erde gekommen und hätten die nordischen und keltischen Völker gegründet. Eine Linie der Präastronautik sagt, Außerirdische seien strahlend weiße Wesen, die für das ganze Glück verantwortlich seien, das den weißen Menschen auf der Erde widerfahren ist. Ein Buch, das 1960 in Frankreich von zwei Okkultisten veröffentlicht wird, übt großen Einfluss auf Charroux und von Däniken aus. Die Entdeckung des Ewigen. Um seine Theorien zu untermauern, beruft sich von Däniken auf mysteriöse Artefakte. Einige Teile des Buches bleiben unveröffentlicht. In diesen Passagen bezeichnet von Däniken Jesus als Außerirdischen. Laut dem Time Magazine hat der damalige Lektor die Passage gestrichen. Er dachte, dass sie beim breiten Publikum nicht gut ankommen würde. Jesus war schließlich einzigartig und sollte absolut nichts mit Außerirdischen zu tun haben. Aber alle anderen Götter, auch der Herrgott, waren Außerirdische. Die Übersetzung ins Englische brachte eine weitere Akzentverschiebung mit sich. Aus dem Deutschen, Erinnerungen an die Zukunft, wurde Chariots of the Gods, Triumphwagen der Götter. Der englische Verleger dachte sich den Titel Chariots of the Gods aus. Das war nicht ich. Dann hat der englische Verlag das Buch in die USA verkauft. Das Buch trifft einen Nerv. 1968 ist ein unruhiges Jahr. Die alte Ordnung wird in vielerlei Hinsicht infrage gestellt.
Warum also nicht auch Wissenschaft und Geschichtsschreibung? Das waren paranoide Zeiten. Der Gedanke, dass die Vergangenheit anders war, als wir dachten, erschien uns genauso verlockend wie die Vorstellung, dass es Geheimnisse gab, die man uns vorenthielt. Die NASA, die Naturwissenschaftler, die Rotarier, all diese Typen in Anzügen haben sich verschworen, um uns die Wahrheit vorzuenthalten. Sie wollen uns ruhigstellen. Sie sagen, wenn wir ihnen die Wahrheit erzählen, müssen wir sie leider festnehmen. Von Denikens prominentester Kritiker war früher selbst ein Verfechter der Präastronautik. Hier habe ich einen Artikel aus dem Jahr 1962. Er handelt davon, dass in der Vorzeit womöglich außerirdische Astronauten die Erde heimsuchten. Der Artikel stammt nicht etwa von Erich von Däniken, sondern von Carl Sagan. Der Astronom und Astrophysiker Carl Sagan zählt zu den populärsten Wissenschaftlern seiner Zeit. Am Ende des Artikels schreibt er, Geologen und Archäologen sollten sich prähistorische Stätten ansehen, weil dort Überreste von Technologien auftauchen könnten, die dort nicht hingehören und die auf eine fortschrittliche außerirdische Präsenz auf der Erde während der Antike hindeuten könnten. Um das Edelmetall abzubauen. Die Minenarbeiter hießen Anunnaki oder die vom Himmel zur Erde kamen. Laut Sitchin waren sie identisch mit den Söhnen Gottes aus dem ersten Buch Mose. Aber weil sie faul waren und nicht selbst graben wollten, erschufen sie mit Hilfe von Gentechnik eine menschliche Sklavenrasse. Mit dem Gold wollten sie die Atmosphäre ihres Planeten retten. Sitchins Bücher verkaufen sich über 25 Millionen Mal. Seine Theorien sind allerdings mehr als umstritten. In der sumerischen Mythologie gibt es keine himmlischen Götter. Es gibt keinerlei Hinweise auf Raumfahrt oder sowas. Sitchin behauptet, die Anunnaki seien vor 445.000 Jahren hier gewesen. Es gibt aber keinen einzigen Text, der das beweisen könnte. Das ist alles komplett erfunden. Es gibt nur wenig Gold in Mesopotamien. Silber, Zinn, Kupfer, ja, aber kaum jemand sucht Gold. Ich weiß nicht, wie Sitchin darauf kommt. In den Texten steht es jedenfalls nicht. Gelehrten zufolge bezeichneten die Sumerer Fruchtbarkeitsgötter, die nicht mit den Menschen in Kontakt traten, als Anunnaki. Der Name bedeute gar nicht, die vom Himmel zur Erde kamen, da Anunnaki ein erfundener Begriff sei. Die Anunnaki sind in Wirklichkeit die Anuna. Sitchin hat das Ki angehängt, weil Ki das Wort für Erde ist. Er verzerrt es total, damit es in seine Geschichte passt. Aber wenn man sich strikt an das Sumerische hält, heißt es die fürstlichen Erben. Er sagt, seht, diese Übersetzung bedeutet dies und das, aber es ist alles falsch. Er sagt, oh, dieses Wort sollte als Raketenschiff übersetzt werden oder dieses Wort sollte als Mondbasis übersetzt werden. Aber das stimmt alles nicht. Es entbehrt jeder Grundlage. Und was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Wir haben hinter Pluto nachgeschaut und keinen weiteren Planeten gefunden. Außerdem ist da noch das Newtonsche Gravitationsgesetz. Wenn es so einen Planeten gäbe und er an der Erde vorbeikäme, würde er Saturn und Jupiter aus ihrer Umlaufbahn werfen und großes Chaos im Sonnensystem anrichten. Nichts davon lässt sich belegen. Laut Sitchin ist Nibiru auf einem tönernen Rollsiegel dargestellt, mit dem vor 4500 Jahren offizielle Dokumente abgezeichnet wurden. Sitchins wichtigstes Beweisstück ist dieses Siegel. Er konzentriert sich auf diesen Bereich hier. Er sagt, seht, das ist der Beweis, dass die Sumerer wussten, dass es keine himmlischen Götter. Es gibt keinerlei Hinweise auf Raumfahrt oder sowas.
Sitchin behauptet, die Anunnaki seien vor 445.000 Jahren hier gewesen. Es gibt aber keinen einzigen Text, der das beweisen könnte. Das ist alles komplett erfunden. Es gibt nur wenig Gold in Mesopotamien. Silber, Zinn, Kupfer, ja, aber kaum jemand sucht Gold. Ich weiß nicht, wie Sitchin darauf kommt. In den Texten steht es jedenfalls nicht. Gelehrten zufolge bezeichneten die Sumerer Fruchtbarkeitsgötter, die nicht mit den Menschen in Kontakt traten, als Anunnaki. Der Name bedeute gar nicht, die vom Himmel zur Erde kamen, da Anunnaki ein erfundener Begriff sei. Die Anunnaki sind in Wirklichkeit die Anuna. Sitchin hat das Ki angehängt, weil Ki das Wort für Erde ist. Er verzerrt es total, damit es in seine Geschichte passt. Aber wenn man sich strikt an das Sumerische hält, heißt es die fürstlichen Erben. Er sagt, seht, diese Übersetzung bedeutet dies und das, aber es ist alles falsch. Er sagt, oh, dieses Wort sollte als Raketenschiff übersetzt werden oder dieses Wort sollte als Mondbasis übersetzt werden. Aber das stimmt alles nicht. Es entbehrt jeder Grundlage. Und was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Wir haben hinter Pluto nachgeschaut und keinen weiteren Planeten gefunden. Außerdem ist da noch das Newtonsche Gravitationsgesetz. Wenn es so einen Planeten gäbe und er an der Erde vorbeikäme, würde er Saturn und Jupiter aus ihrer Umlaufbahn werfen und großes Chaos im Sonnensystem anrichten. Nichts davon lässt sich belegen. Laut Sitchin ist Nibiru auf einem tönernen Rollsiegel dargestellt, mit dem vor 4500 Jahren offizielle Dokumente abgezeichnet wurden. Sitchins wichtigstes Beweisstück ist dieses Siegel. Er konzentriert sich auf diesen Bereich hier. Er sagt, seht, das ist der Beweis, dass die Sumerer wussten, dass es einen 10. Planeten plus die Sonne und den Mond gibt. Kenner der mesopotamischen Steinschneidekunst wissen, dass die Sonne immer auf die gleiche Weise dargestellt wird. Es gibt einen Kreis und eine Art Kompass mit vier Richtungen und kleinen Strahlen, die dort rauskommen. Das ist nicht die Sonne. Vielleicht ist es eine Sternkonstellation. Es hat jedenfalls nichts mit Außerirdischen zu tun. Die Sumerer kannten die Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann, dazu die Sonne und den Mond. Aber das war's. Andere mysteriöse Dinge haben sie nie erwähnt. Mysteriöse Dinge wie Sex mit ihrer Fruchtbarkeitsgötter, die nicht mit den Menschen in Kontakt traten, als Anunnaki. Der Name bedeute gar nicht, die vom Himmel zur Erde kamen, da Anunnaki ein erfundener Begriff sei. Die Anunnaki sind in Wirklichkeit die Anuna. Sitchin hat das Ki angehängt, weil Ki das Wort für Erde ist. Er verzerrt es total, damit es in seine Geschichte passt. Aber wenn man sich strikt an das Sumerische hält, heißt es die fürstlichen Erben. Er sagt, seht, diese Übersetzung bedeutet dies und das, aber es ist alles falsch. Er sagt, oh, dieses Wort sollte als Raketenschiff übersetzt werden oder dieses Wort sollte als Mondbasis übersetzt werden. Aber das stimmt alles nicht. Es entbehrt jeder Grundlage. Und was hat es mit dem Planeten Nibiru auf sich? Wir haben hinter Pluto nachgeschaut und keinen weiteren Planeten gefunden. Außerdem ist da noch das Newtonsche Gravitationsgesetz. Wenn es so einen Planeten gäbe und er an der Erde vorbeikäme, würde er Saturn und Jupiter aus ihrer Umlaufbahn werfen und großes Chaos im Sonnensystem anrichten. Nichts davon lässt sich belegen. Laut Sitchin ist Nibiru auf einem tönernen Rollsiegel dargestellt, mit dem vor 4500 Jahren offizielle Dokumente abgezeichnet wurden. Sitchins wichtigstes Beweisstück ist dieses Siegel. Er konzentriert sich auf diesen Bereich hier. Er sagt, seht, das ist der Beweis, dass die Sumerer wussten, dass es einen 10. Planeten plus die Sonne und den Mond gibt. Kenner der mesopotamischen Steinschneidekunst wissen, dass die Sonne immer auf die gleiche Weise dargestellt wird. Es gibt einen Kreis und eine Art Kompass mit vier Richtungen und kleinen Strahlen, die dort rauskommen. Das ist nicht die Sonne. Vielleicht ist es eine Sternkonstellation.
Es hat jedenfalls nichts mit Außerirdischen zu tun. Die Sumerer kannten die Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann, dazu die Sonne und den Mond. Aber das war's. Andere mysteriöse Dinge haben sie nie erwähnt. Mysteriöse Dinge wie Sex mit Aliens? Gäbe es da nicht ein paar biologische Hindernisse? Passt Teil A in Eingang B? Wie machen Aliens das eigentlich? Ich weiß, es klingt verrückt. Aliens sehen anders aus als wir. Sie haben nicht die gleichen Geschlechtsorgane wie wir. Oder vielleicht doch? 3 Jahre nach der Veröffentlichung von Erinnerungen an die Zukunft erhält von Däniken unerwartete Unterstützung. 1971. Ähnlich ergeht es von Däniken mit den Nazca-Linien in Peru, die er als UFO-Landebahnen deklariert. Die faszinierenden Linien und Tierfiguren geben der Wissenschaft seit jeher Rätsel auf. Doch inzwischen hat sich herausgestellt, dass der Wüstenboden viel zu weich ist, um dort mit Flugzeugen zu landen, geschweige denn mit Raumschiffen. Trotzdem halten die Anhänger der Präastronautik an ihren Theorien fest. Sie vermuten eine seltsame Strahlung in Nazca. Vielleicht auch magnetische Anomalien, die von außerirdischen Maschinen stammen. Something is wrong in Nazca. Irgendetwas stimmt da nicht. Wir wissen nur nicht was. Die Archäologen geben sich ja alle Mühe, aber sie kommen nicht auf den Gedanken, mal die Magnetfelder zu vermessen. Das war meine Idee. Einen Beweis vermutet von Däniken in den Ruinen der ehemaligen Maya-Metropole Palenque im heutigen Mexiko. Auf dem Sarkophag von Pakal, einem Maya-Herrscher, der vor 1400 Jahren starb, gibt es eine Abbildung, die laut von Däniken einem Astronauten in einer Weltraumkapsel ähnelt. Sollte also ein Maya-Herrscher mit einer Alien-Rakete geflogen sein? Er steuert mit beiden Händen und auf seiner Nase hat er eine Maske. Er sitzt auf einem Stuhl. Mit seinem linken Fuß bedient er eine Art Pedal. Und außerhalb des Rahmens sieht man eine Flamme. Ich finde es toll, dass Pakals Fuß ein Pedal bedient. Ist das ein Getriebe oder die Kupplung? Pakals Kumpel aus dem All besitzen eine atemberaubende Technologie. Trotzdem spuckt die Rakete, in die sie Pakal gesetzt haben, Rauch und Flammen, wie bei einem Antrieb, den die Chinesen vor 2000 Jahren erfunden haben? Mehr hatten sie nicht zu bieten? Das Maya-Bild wurde längst von Spezialisten entschlüsselt. Der Geist, die Essenz von Pakal, befindet sich genau zwischen dem Himmel und unserer Welt. Er ist gerade gestorben und steigt jetzt zum Himmel auf. Ich respektiere die archäologische Forschung, aber ich bin nicht zufrieden damit. Allerdings hat die Wissenschaft dank moderner Technik seit 1968 enorme Fortschritte gemacht.